Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Und was hat sich seit dem letzten Part getan? Das ist die Frage. ich habe 5:0 gegen Madrid City FC verloren. Das Team war so OP. Van Persie, Falcao, David Silva. Also unglaublich, was da für Geld drin gesteckt ist in dem Team. Habe ich keine Chance gehabt und dann wollte ich gerade eben aufnehmen. Also schon anfangen mit Aufnehmen und das Spiel starten und dann hat er mich irgendwie rausgekickt und dann hieß es ja, anscheinend das Spiel abgebrochen. Deswegen steht da unten noch eine 0 zu 3 Niederlage. Ich habe noch ein Spiel, wenn wir es gewinnen, kriegen wir 2000 Münzen und die Meisterschaft. Wenn wir unentschieden spielen oder verlieren, dann halt nur 1600 Münzen. Aber wir landen auf jeden Fall schon mal in Liga 9. Und ich habe Janschke gekauft in der Innenverteidigung. Gut, da ist jetzt noch eine grüne Verbindung dann zu Rode. Das ist auch wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los und katapultieren uns mal in Liga 9. Ob jetzt mit 2000 Münzen extra oder 1600 Münzen extra, sage ich mal, ist eigentlich relativ egal. Gegnersuche ist immer mal wieder so eine Sache, muss ich mal gucken. Was uns da jetzt so aufgetischt wird als Gegner. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so ein Kaliber wie der mit Falcao und Co. Das müssten nämlich echt nie sein. Ach doch. So sieht es aber leider aus. Jetzt nicht ganz so übertrieben, Falcao und so. Aber das sieht schon ziemlich nach Benfica aus. Das ist nämlich ein komplettes Benfica-Team. Und von der Chemie her und von der Teambewertung natürlich klar besser wie mein Team. Deswegen müssen wir jetzt schauen, was hier da so rumkommt. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, einen Sieg Wir brauchen sind für wir. Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manny Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Na, ich habe keine Das Ahnung, ist was heute das die so für Kür. Werte Die haben. Die Pflichtübung ganzen haben Sie mit Jungs dem sicheren von Aufstieg ja Benfica. schon bravourös hingelegt. Ein Sieg und damit der Auf jeden Fall mal Ligatitel heute, Eckball. das wäre natürlich ein wunderschöner Abschluss unter diese tolle Saison. Oh, Ja, Kalou war schon wieder da. Also wenn irgendwas vorne rumgeht, habe ich das Gefühl, alles über Kalou. Vielleicht noch über Castro, der hat auch gerade wieder die Ecke geschlagen. Und es ruckelt, aber ich weiß nicht warum. Absolut kein Plan. Ich muss jetzt echt mal schauen, was da so rumkommt. Sollten wir verlieren oder wieder unentschieden spielen, gut, dann ist es halt so. Aber dann bitte nicht so wieder so mega doof verlieren, weil da habe ich jetzt echt so langsam die Nase voll. Auch wenn wir jetzt im letzten Part gewonnen haben, was wunderbar war, aber muss trotzdem nicht sein. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist zu spielen, wenn es so ruckelt. Das sieht nachher im Video vielleicht gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man da jetzt hier davor sitzt und nebenher noch redet, Die verstehen dann sich ist das blendet. schon, ich will jetzt nicht sagen heftig, aber schon große Konzentrationssache. Und warum es ruckelt, ich weiß es nicht. Und oh, ich hatte schon süß, da läuft es irgendwie rückwärts mit dem Ball ins Tor rein oder so, oder fällt um, keine Ahnung. Weiß nicht. Eliseo. Da hatte ich echt Schiss, dass der jetzt gerade schon wieder reingeht. Salomon Kalou. Ja, das war ein bisschen arg offensichtlich, da nach außen zu gehen. Die verstehen sich blind. Da Silva. Die allergrößte Frage ist jetzt Eliseo. allerdings, kann ich gegen den überhaupt irgendwas reißen oder Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. macht der mich quasi jetzt so 3-0 fertig mit seinem Benfica-Team?
Das ist die Frage. Wenn es nicht ruckeln würde, dann würde ich sagen, geht da was. Aber wenn es ruckelt, kann ich das nicht sagen. Komm, Kalu, Kalu, Kalu. Ich sehe nichts, es ruckelt. Nein. Nein, ich habe aussehen LB gedrückt, während ich geschossen habe. Und dann wurde es so ein Kacklupfer. Nein. Ich hatte, mein Finger liegt ja eh generell, der schwebt quasi in der Luft über LB, dass er direkt da ist. Der ist in der Controller-Haltung, so wie ich ihn halt, ist er halt da. Und dann habe ich den aussehen da an der Ecke von der Taste drauf gedrückt. Ach ja. Das ist ärgerlich, würde ich mal sagen. Ziemlich arg ärgerlich. Zumal Kalu dann eine Mordschance gehabt hätte. Aber, ja gut. Wenn ich geschossen hätte, wäre er wahrscheinlich eh wieder an Pfosten gegangen. Von dem her, schön, Dante. Kalu Castro macht mit. Ach, es ruckelt, dann sieht man zwar, wo der Ball ist, aber man weiß nicht, wo er dann das nächste Mal, wenn der Ruckler wieder aufhört, wieder auftaucht. Das ist so das Problemchen. Ich könnte ja jetzt jedes Mal rumschreien, wenn ich ein Tor kassiere, aber das ist irgendwie totale Energieverschwendung, weil ist ja trotzdem da, es ändert ja trotzdem nichts. Und dann wieder so dumm zwischen den beiden Innenverteidigern durchgesteckt. Das ist so ein Scheiß, wenn so ein Steilpass durch die beiden Innenverteidiger durchgeht. Das ist echt ätzend. Kalu hoch in die Luft. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Ah, immerhin Eckball. Ja, das gibt einen Eckball. Das könnte wieder gefährlich werden, wenn er bei Kalu oder vielleicht bei Dante landet. Der Kopfball. Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach. Er landet aber bei Bulut und der ist ein bisschen klein. Eliseo. Und deswegen ist er im Endeffekt beim Torwart gelandet. Ein bisschen grandiose Attacke und das ärgerlich wird belohnt mit Ballbesitz. Eliseo. Das ist klasse. Jetzt bin ich mal höchst gespannt, ob das jetzt so wird wie im letzten Spiel, dass ich es jetzt noch irgendwie schaffe, nach vorne wieder zu kommen und Druck zu machen und dann vielleicht den Treffer oder zwei Treffer zu machen, die ich ja bräuchte für die Meisterschaft. Oder ob ich jetzt halt verliere oder nur das Unentschieden schaffe, muss ich mal gucken, wie das sich jetzt noch so weiterentwickelt, das Spiel. Aber die eine Chance mit Kalu hätte ich schon machen müssen. Das war schon wieder ärgerlich, dass ich da aus Versehen auf LB gekommen bin. Um nicht zu sagen, ziemlich total ärgerlich. Von Kalu. Nein, da war wieder ein Verteidiger zu viel. Und man muss sagen, Kalu ist jetzt der einzige Stürmer da vorne, er hat nicht mal mehr Tuati. So wie es am Anfang ja noch war. Und es ist dann schon ein bisschen hart, wenn man alleine immer gegen die ganze Abwehr steht, wenn sonst keiner mitkommt. Es muss Einwurf geben. Und das ist, glaube ich, Janschke unter 3. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Ja. Auf jeden Fall könnte es jetzt was werden. Jetzt haben sie sich den Ball, wenn der Ball so kommt, nein, der war eigentlich wieder anders geplant. Also gut. Was will man machen? Komm, what more? Komm, Kalu. Jawohl! Hammerding! Da kommt er von rechts flach rein, Kalu. Ey, wenn er den Ball nicht trifft, dann könnte es vielleicht sein, dass er den Torwart volle Kanne mit wegräumt. Und den Stollen auf jeden Fall. Kommt er rein und noch vor dem Torwart. Der Torwart schmeißt sich nach rechts und er schießt links vorbei. Links vorbei, also vom Torwart aus gesehen. Das war sehr schön. Ist mal wieder dran. Aber der Einwurf war gar nicht dran.
Abseits. Ach, ich wollte gleich wieder Kalou schicken, aber da war der Ball schon wieder weg. Jetzt haben wir die Zeit, das Tor von eben nochmal anzugucken. Per Direktabnahme rechts. Da seht ihr nochmal, das Tor von Kalou. Und dann war er drin. Aber zur Halbzeit wieder 1-1, so wie im letzten, also im letzten Spiel vom letzten Part, meine ich. Letztes Spiel war ja, dass das irgendwie abgebrochen wurde. Warum, weiß ich immer noch nicht. Ich hatte schon wieder so Schiss, der geht jetzt wieder ins kurze Eck. Aber zum Glück, das war auch noch abseits oben drauf. Ups, der war ein bisschen arg weit. Rode hätte ihn gehabt. Das war's zur Halbzeit. Wen haben wir eigentlich auf der Bank so? Die kenne ich ja eh alle nicht. Bulut ist schon ziemlich platt. Wir könnten mal Christ einwechseln. Einfach nur so, dass hier eine frische Kraft drin steckt im Team. Von der Qualität auch höher als Bulut. Bulut ist eigentlich nur drin wegen der Chemie noch im Moment. Der Ball liegt am Anstoß. Und Quist hat volle Energie. Der kann da noch ein bisschen ein paar Meter machen, die Bulut vielleicht dann nicht mehr hätte machen können, weil er einfach schon platt ist. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht das zweite Gegentor kassiere. Weil wenn ich das kassiere, ja, ist gedeckbar. Aber wenn ich das kassiere, dann wird es schwierig, glaube ich, mit dem Sieg. Für die Meisterschaft. So könnte es noch was werden. Sehr schön rausgeköpft. Komm, Kalou. Ah. Das war auch zu offensichtlich. Wenn ich in die Mitte gehe, dann ist da alles voll und in der und außenrum hat er dann zugemacht. Komm, Kalou, Kalou, Kalou. Nein! Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Wem? Also wenn nein! Du schon hält, was willst du dann? Aber machen? Kalou ist echt. So hat ja Part 4 geheißen. Kalou, top oder flop. Und ich muss sagen, mega top. 350 Münzen und alle Offensivaktionen über ihn gleich. Er ist der einzige Stürmer, aber es könnte ja sein, dass dann einfach gar nichts geht, wenn er vorne nichts macht. Aber er macht das Ganze ziemlich gut da vorne. Pippe rein, er hat ihn. Castro. Ups. Das war nicht so geplant, das sollte eigentlich wieder zu Kalou. Der Ball. Flo. Ja, lieber kein Risiko eingehen. Abstoß. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Julius ist da. Ist auch schon bei Benfica. Grandios gehalten, ein und Schmaus. Hey. Ja gut, Castro ist jetzt halt nicht so groß. Den kann man schon mal ein bisschen leichter wegschubsen. Komm, Kalou. Kalou. Nein. Schade. Rode hat ihn, Dante wieder ab nach vorne. Was aber echt gut funktioniert hat, also quasi gar nicht. Nein, Eboué. Stark, Janschke dazwischen. Castro. Quist. Mit neuer Kraft. Salomon Kalou. Kann Kalou was reißen, das war ein bisschen arg übertrieben gegen die ganze Abwehr, aber ich bin durch. Komm, schieß. Kalou. Drüber, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, weil es so geruckelt hat. Ich konnte nicht nachvollziehen, wo der Ball hin ist. Oh. Hey, jetzt ruckelt es aber gerade ziemlich extrem. Was ist los? Ja, es gibt einen. Was war das für ein Einwurf? Den habe ich noch. Aber dann zum Torwart. Boah, das ist gerade echt extrem, wie das ruckelt. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Am Internet liegt es nicht, da ist alles in Ordnung. Es ist sonst keiner hier bei mir drin. Und mein PC
Sicher nicht. Von dem her. Keine Ahnung. Castro. Christoph Kalou. Hey! Sauerei. Wäre vorbei gewesen, dann sowas. Ja, komm. Kalou, sag ihm mal, was hier Sache ist. Rode. Vorne mit. Komm, komm, komm. Oh. Der lässt nichts anbrennen. Da war Castro so verdächtig in der Nähe von dem Ball. Nein, 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 nein. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Nein. Er macht seinen so. Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Kalou. Rode. Ach, Rode verliert ihn. Da ist ein Spieler am Boden, könnte es. Na, Wotten war ich verletzt. Was macht Pepe Reinhardt hinter? Das sah aber gerade echt abenteuerlich aus. Chris kriegt den nicht mehr. Und Wotmore steht jetzt da mitten im Weg rum. Na, ist ärgerlich, dass Wotmore verletzt ist. Aber da könnte ich dann den Vorteil draus ziehen und gleich einen Bundesligaspieler kaufen. Wir haben dann auch ein bisschen mehr Kapital, weil wir dann. Also ich habe nicht auf Pause gedrückt, aber wir könnten da mal Wattmore auswechseln, dass da vielleicht über Außen noch ein bisschen was geht. Ja, wir tun Tuati mal rein. Und ich weiß nicht, ob er jetzt abbricht, weil es ruckelt. Beide Mannschaften können die Partie oder nein, er hat wahrscheinlich bloß gewechselt. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Das wird ganz gefährlich. Zum Glück hat Pepe Reiner den. Sonst wird es aber ziemlich... schwierig. Dieses festgefahrene Spiel geht jetzt in die letzten Minuten. Hey, was für festgefahrenes Spiel. Wenn es so ruckelt, dann kann ich ja nichts dafür, dass es festgefahren wird. Abseits. Nicht gestimmt, deswegen abseits. Sehr schön. Ja, er wechselt zweifach. Nicht einmal. Also echt nicht mehr schön, woran das. Also dass es ruckelt. Und ich sollte echt mal mich drum kümmern, dass es nicht mehr so ruckelt. Weil so spielen ist echt nicht mehr schön. Weil der Bildschirm kommt gerade nicht hinterher, wo der Ball ist. Und das ist dann schon ein bisschen ätzend. Wenn du nicht mal siehst, wo der Ball ist. Komm, Utaka. Utaka. Ich sehe nicht, wo der Ball ist. Ich sehe gar nichts. Kurz vor Schluss nochmal eine Standardsituation. Er hat mich abgegrätscht. Ich hätte nicht. Ich habe ja nicht gewusst, wo mein Utaka ist. Der hat innerhalb von einem Ruckler schon mal 5 Meter gelaufen. Komm, 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 rein damit. Ich kann im Moment gar nichts mehr bestimmen, was ich machen will, weil es so arg ruckelt, dass ich einfach nur irgendwie probiere, hier was zu reißen. Aber es funktioniert nicht, weil es so arg ruckelt. Das ist echt unschön, würde ich mal sagen. Und ich schätze mal, genau deswegen werde ich entweder jetzt noch verlieren oder kurz vor Schluss jetzt wahrscheinlich kein Tor mehr machen. Also bleibt es beim Unentschieden. Schätze ich mal ganz stark. Ich kann es riskieren, ob wir jetzt gewinnen oder... Das war auch wieder mega doof. Da habe ich ihm den Ball geschenkt. Da fragt man sich wieder, warum. Warum ich ihm den Ball geschenkt habe, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich auf total Angriff umstellen und dann ging gar nichts mehr und dann war der Ball weg. Das wäre jetzt nett, wenn der einfach mal abpfeifen könnte, weil so langsam nervt es echt so, wie das ruckelt. Das ist quasi unspielbar. Mega nervig. Ja, danke schön. Das war knapp. Das Endergebnis. Gut verloren, wir hätten auch unentschieden spielen können, wenn ich ihm den Ball nicht schenke. Vielleicht auch gewinnen, wenn es nicht dauerhaft ruckelt. Ja. Bisschen ungut war das jetzt. Im Nachhinein aber trotzdem Aufstieg in Liga 9.
Das ist schon mal wunderbar. Das Tor von Kalou war sehr schön. Das mal so als klitzekleiner Lichtblick, den man da sehen kann. Ja, wir haben 683 plus den Bonus, sind insgesamt 2195 Münzen bekommen. Weiter geht's. Jo, aufgestiegen in Liga 9. Wie ich schon gesagt habe. Um neuen Spieler kümmern wir uns dann im nächsten Part. Jetzt will ich nur kurz warten, bis er hier geladen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.